Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Ich habe mir etwas überlegt und zwar mit dem Kollegen die Möglichkeit, zweimal mit nur einer AP zu schießen, ne? Das heißt so viel wie, am besten nehmen wir ihm die Waffe hier weg, dann hat er nämlich doppelte Chance, den Gegner zu betäuben. So, das geht aber nur, wenn wir recht nah dran sind. Bei Gegnern, die halt so steif da rumstehen, die sollten wir lieber dann wirklich auf richtige Weise beseitigen. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen radikal hier. Wir müssen halt so viel wie möglich hier versuchen zu erledigen, damit diese halt den beiden da hinten nicht zu Hilfe kommen können. Zwei Roboter ist gar kein Problem, die können wir ausschalten. Fünf Gegner auf einmal. Das ist problematisch. Aber schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Wir haben ja jetzt uns hier einen Weg freigekämpft. Können wir auch direkt ein paar Roboterteile einsammeln. Ja, guck mal, da ist unser Freund, der Polispot. Ich will nur die Handgranate haben. Uah. Das war knapp. So, das hier. Da steht einer still und da hinten steht einer still. Wie sieht es hier bei den anderen hier aus? Oh. Du bewegst dich, ne? Ich glaube, du warst einer, der sich bewegt. Das ist nämlich praktisch. Dann stellen wir uns nämlich hier hin. Du stellst dich da hin. Ich kann auch aufs Dach. Ich habe da Müll gesehen. Die Frage ist nur, wie. Ah, ich sehe schon die Treppe. Wir gehen mal hoch. Noch ein Vollstrecker. Zwei auf einmal. Scheiße, Mann. Okay, der kann mich hier oben eigentlich nicht sehen, ne? Perfekt. Dann verstecken wir uns hier. Dann warten wir, bis er wiederkommt. Oh, ich muss diese zwei Treffer müssen das auslösen. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Ich wüsste nicht, wie ich sonst einen Gegner still ausschalten könnte. Eventuell mit einer MP-Granate, ja. Aber das wäre, glaube ich, gegen die zwei Bots da nebeneinander sinnvoller. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ich habe ja nur eine EMP. Ja, Kollege? Wollen wir mein Tänzchen probieren? Okay. 50-prozentige Trefferchance von hier aus? Ach komm. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Er hat die falsche Waffe immer noch an. Bitte was? Ich habe doch die Waffe gewechselt. Scheiße. Also wird das nix. Natürlich einen kritischen machen. Rein theoretisch könnte ich ihn mit meinen Fähigkeiten fertig machen. Moment. Ohne ihn zum Blitzdingsen. Es gibt dann noch den ein oder anderen Trick, den wir rausholen können. Es ist echt nicht einfach, hier durchzukommen gegen diese ganzen Bots, ne? Vor allem, wenn man Pech hat. Ey, wieso habe ich die... Ich habe nicht mal... Ja, geh weg. Komm. Ich lade den anderen Speicherstand, wo er ein bisschen weiter weg ist. Ah, wieso hat er die falsche Waffe jetzt? Wir haben das doch hundertprozentig gewechselt. Ihr war doch dabei. Hä? Bin ich jetzt blöd oder so? Kommt schon zurück. Okay. Du, mein Freund, weg damit. Weg damit. Wir haben eine EMP-Granate dabei. Na, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. So. Dann nimm du nochmal eine EMP-Granate mit. Und eine Rauchgranate für dich. Du hast auch eine Rauchgranate dabei. So.
Dann möchte ich bitte, dass du das hier wegnimmst und das reintust. Wir sind ja jetzt momentan bei den Bots. Das wird nichts bringen. Da haben wir auch nichts. Na gut. Nein. Wie sieht es bei Bombin eigentlich aus? Nicht verfügbar. Hm. Aber nichts mit ihm gelernt. Waffenreichweite. Erleidest du Schaden, gibst du Rauch ab. Okay, das ist cool. Ja, du hast aber keine Passive. Hm. So, die Mütze geht weg. Dafür kriegst du Waffenreichweite. Und du kriegst nämlich kritische Trefferchance aus dem Versteck heraus. Das ist der Plan. Jetzt haben wir nämlich alle gut positioniert. Alles ist top. Wir speichern das Spiel. Und jetzt kann er kommen. Oh Gott. Komm, 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 Mr. Poli-Spot. Ich muss alle Register ziehen, um dich fertig zu machen. Hallo? Ich habe mich nicht mal bewegt, aber egal. Okay, einen habe ich verfehlt. Scheiße. Okay, dann blitzdingsen wir dich. Ah, da kann ich auch mehrere auf einmal blitzen. Das. Beim Auto haut das nicht hin, ne? Werfen wir mal eine EMP. Ach du Scheiße. Nein, das gegen einen Gegner ist das nutzlos. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, wir können es mal ausprobieren, was es macht. Und rein theoretisch kann ich doch noch schießen, oder? Ne, kann ich nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ich kann den nicht töten. Mir fehlt ein fucking Punkt. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Hat das jemand gehört? Holy shit! Okay, ich hab's ja verstanden. Ah, diese Scheiße! Wenn wir eine Waffe verbessern könnten, dann würde das eigentlich schon ausreichen, ne? Oder einen kritischen Treffer landen würden, was ja eigentlich nicht so einfach ist. Okay, pass auf. Ich gehe einfach noch näher ran. Ist mir alles scheißegal. Hier. Noch näher kann ich wirklich nicht gehen. Ich muss diese zwei Schüsse ein bisschen einfach sitzen. So, näher geht's nicht. Bitteschön. Wieso habe ich wieder nur einen getroffen? Was soll denn das? Ja, schleichen wir an denen vorbei, scheiß drauf. Ah, ist ärgerlich. Was wir machen können, ist mit der EMP-Granate die beiden Typen da oben töten. Das ist das Einzige, was sich momentan noch lohnt. Und dann können wir wiederkommen und es nochmal versuchen, ihn zu schocken mit der Waffe. Hau rein. Das ist so ärgerlich. Weißt du, da hat man schon so eine 20%ige Chance. Ah. Oh, da ist noch einer. Und ich wette, die stehen so weit auseinander, dass du nicht beide treffen kannst. Doch, eigentlich müsste es möglich sein. Die Frage ist nur, ob die EMP-Granate hören. Oh. Egal. Machen wir einen Test. Und dann schleichen wir uns vorbei, also. Wer hat die EMP-Granate? Du.
Oh, man kann beide treffen. Wie sieht's aus? Was passiert? Wie lange sind die ausgeschaltet, ist hier die Frage. Ärgerlich. Okay, kleiner Testlauf. Werfen wir eine EMP. Mal gucken, ob das die anderen hören. So, 50%ige Trefferchance. Das ist mir ehrlich gesagt zu gering. Gehen wir hier hin. Ich weiß nicht, wie lange das Ding hält. Das ist jetzt quasi der Test. Ich hoffe, das hält lang genug, um beide auszuschalten. Ansonsten lohnt sich da echt nur ein Bot. Wie viel Reichweite hast du denn, Junge? Alter Dachs. Meint ihr, die sind lang genug ausgeschaltet? Bin mir nicht so sicher. Das waren schon mal zwei Runden. Die müssen noch zwei Runden ausgeschaltet sein, ansonsten habe ich ein Problem. Okay. Lieber Vollstrecker. Ich komme mal ganz nah an dich ran. Dass ich da bei dem in der Nähe bin, gefällt mir nicht, aber gut. Ich genüge Kugeln. Ach, komm. Kritischer gefällt mir. Okay. Eine Runde, mein Freund. Eine einzige Runde. Das musst du mir geben. Scheiße. Komm, wir versuchen's. Scheiß drauf. Auf. Ernsthaft? Okay, Dax, geh mal rein. Ich versuch's jetzt. Wie? Du hast keinen Zug mehr. Willst du mich verarschen, Dax? Wieso hat er keinen Zug mehr? Ich bin so am Arsch. Scheiße, Mann. Wieso laufe ich auch vor seine Fresse? Oh mein Gott, stimmt. Da war ja was. Oh. Ich kann auch nicht ins freie Feld laufen. Nee, komm. Wir schleichen uns mal weiter. Also, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Wir schleichen uns weiter. Scheiß drauf. Wir kommen wieder mit mächtigeren Waffen, mit mehreren Möglichkeiten, die Bots einzufrieren. Erkaufen wir uns irgendwas oder was weiß ich. Da wird es schon Möglichkeiten geben. Da glaube ich dran. Okay, unser Ziel ist auf jeden Fall da hinten. Guck mal, da ist noch was. Da ist noch ein Polis-Vollstrecker. Wie ist das geil? So viele Leute auf einmal. Schön. Da hinten ist ja unser Ziel und da ist noch ein Polispot. Mich ärgert es, dass ich mich hier jetzt durchschleichen muss, aber was willst du machen? Ja, irgendwie das Gefühl, dass meine Charaktere zu schwach sind. Keine Ahnung. Und ich werde hier brauchen einen Schlüssel, um reinzukommen. Looks like a place you get processed in. I'm not a number. I'm a free duck. Hier sind überall diese Scheißbots.
Das Problem ist einfach, dass hier keine anderen Gegner sind, um diese irgendwie auszuschalten. Und ich kann sie nicht alle auf einmal ausschalten. Das kannst du vergessen. Vielleicht, wenn wir uns hier hinten verbarrikadieren und die dann zu uns kommen, ja. Smells like fertilizer. Scheiße. That Novasect base, the Spear of Heaven. I think it's up ahead. Probably where the Novasect. Ich komme hier nicht vorbei. Ich muss kämpfen. Is holding Hammond. Yex! Und das ist vor allem doch so ein scheiß Vollstrecker. Weißt du was? Okay. Ist okay, Dude. Du kriegst eine fucking MP-Granate ins Gesicht. Ist mir jetzt scheißegal. Es wäre zwar schön, wenn ich sie nicht verschwenden würde. Aber es geht nun mal nicht anders. Schön wär's, aber. Nee, nee. Ich brauch dieses verdammte Level-Up. Ja, kriegst du eine MP-Granate. Es tut mir echt im Herzen weh, aber es geht nicht anders. So, dann lauf mal dahin. Und dann schieß ihm ins Gesicht. Du läufst auch mal dahin. Dann schießt ihn ab. I did that. What do you think about that, huh? Wie angepisst er ist. Gotcha. Ja, rein theoretisch kann ich ihn schon zu zweit fertig machen. Das heißt, wir bewegen uns hier einfach nicht weg, wir schießen. Und dann ist gut. Das ist aber jetzt die letzte Runde, wa? Vielleicht komme ich doch noch mal ein Stück näher. Einfach nur sicherheitshalber. Okay, gehen wir mal ein Stück näher. Oh, ich dachte, ich muss nachladen. Oh, das wäre jetzt kritisch gewesen. Stell dir vor, ich hätte nachladen müssen, ey. So, Level Up hat nicht gereicht. Ja, geil. Ah. So eine Scheiße, aber auch, ey. So eine Scheiße. Also, sind hier wenigstens Gegner, die ich irgendwie platt machen kann? Ich schwör's euch, Freunde. Wenn hier Gegner sind, die ich einfach easy platt machen kann, dann komme ich immer wieder und elektrisiere die Gegner. Ich kann jetzt schon einen elektrisieren. Wir gehen gleich schon zurück. Und dann elektrisieren wir einen. Und dann freuen wir uns einfach in Keks, dass der Typ tot ist. Weil ich kann nur eine Runde elektrisieren, ne? Weil bei den Vollstreckern brauche ich 3 Runden. Bei den anderen 2. No one's been this far south before. From here on, we don't know anything but the stories. Like the house-sized war machines, dead in the fields. And other things. Weil wenn wir es im Endeffekt nur mit diesen 2 Polis zu tun haben, die da rumhängen, dann kriegen wir die. Das ist ja gar kein Problem. Ja gut, ich kann einen Blitz dingsen, ich weiß das. Ich weiß das. Ja, da. Es ist bereit. Nee, nicht das. Was? Wo? Was ein anderer Charakter das konnte? Ah, du. Du kannst blitzdingsen, ne? Ja, du kannst jetzt blitzdingsen. Blitzdingsen wie ihm dein Gehirn weg, ey. Jetzt reicht's mir aber bei euch hier. Zack, 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 zack. Oh Gott, das war falsch. So. Dann blitzdingsen wir jetzt einen weg. Es reicht. Ich brauche die Erfahrung. Was ist denn los? Wahrscheinlich brauche ich meine Fähigkeiten, aber naja. Und dann können wir einen wieder wegrammen und hier und da. Das wird schön. Dann clearen wir wenigstens die Ebene jetzt hier komplett. Also wenn ich einen wegramme,
Dann kann ich ihn für 2 Runden ausschalten, ne? Reicht das? 1, 2, nee, ich muss ihn dann 3 eigentlich. Okay, den blitzdingsen wir gleich. Den ollen Polispot hier. So, wir stellen uns einfach hier hin. Nehmen die Truller. Dann wirst du geblitzdingst. Oh! Muss sie aktiv bei den Kämpfen dabei sein? Ich glaube, die muss aktiv bei den Kämpfen dabei sein. Es ist uncool. Ist das uncool? Ja, dann musst du leider weg. Dann musst du leider weg. Ja, scheiße, Mann. Wer hätte damit auch gerechnet? Also ich nicht. Ja gut, dann müssen wir unser Team ein bisschen aufpeppen wieder. Du hast ja die Waffenreichweite. Du kriegst das Ding. Dann kriegst du den hier. Und die fette Rüstung hier. Und natürlich deine hübschen Waffen. Ja, wie sieht's aus, Bormit? Kannst du eigentlich wieder? Oh. You cannot er läuft weg! You have been deemed so ein Arsch. Ja, komm, ja, bewegt euch, los. Los, alle. Wieso bewegen sich jetzt nur 3? Hier brauchen wir noch einen Kill. Na ja, gut. Hat ja alles keinen Sinn. Ja, zumindest haben wir wieder einiges gelernt. Die müssen aktiv bei den Kills dabei sein, um ein bisschen was zu reißen. Oder? Oder habe ich nur den einen getötet? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Baumin ist eigentlich auch der Bessere. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Kritischer Treffer hin oder her. Gut, doppelter kritischer Treffer, wenn man sich versteckt, ist natürlich nicht schlecht. Wieso kann ich nicht mehr im Team haben? Oh. Nicht verfügbar. Achso, du hast ja die Fähigkeit noch gar nicht da. Solange du die Fähigkeit nicht hast, bist du nutzlos, mein Freund. So sieht's aus. Hier, Team. Bormin, komm wieder rein. Dann nimmst du den Hut hier. Du den. Du dann die fette Rüstung. Waffe. Den hier. Eigentlich solltest du auch deine Waffe wieder bekommen, ne? Ja. Finde ich nur fair. Das ist nämlich sein Setup. Gut, gucken wir mal, was wir hier reißen können. Und dann kommen wir halt zurück, wenn es möglich ist. Ärgert mich jetzt ein bisschen schon, aber... Naja. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Loot. Wenn wir noch ein Artefakt kriegen, können wir auch wieder zurückgehen. Vorher lohnt sich das gar nicht, glaube ich. Ja, 17 Waffenteile, das lohnt sich gar nicht. Na schön. So. Den gehen wir einfach mal hier runter und dann werden wir voll aufs Maul kriegen. Hier ist irgendwie keiner. Thing. Look at these teeth. Why on earth would they build such a thing? Keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich für Nahrung. Aber ja, ich esse ja sowieso nur Energy Drinks. Daraus besteht mein Leben. Aber hier geht's schon weiter. Ist hier echt nix. Get this through your heads. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy ritual. Ich habe keine Lust, irgendwelche Mushrooms zu essen. Oh. Sekten. Oh Gott, was geht denn hier ab? How many
many times have I told you that the mushrooms are sacred tools for my mind, not yours? My mind is good mind, thick mind. Your mind is nothing. We need to get as much food as possible into the sanctum before the cleansing of the ark. Now get to work. Wieso habe ich mich so lange mit den scheiß Bots rumgeschlagen, ey? Oh Gott, was geht denn hier ab? Oh, wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Vor allem, wie ich das hinkriegen soll. Die warnen doch einander. Die Frage ist halt, kann ich den Sektenschläger erledigen, ohne dass das der da oben das merkt? Ich weiß es nicht. Wir können es nur probieren. 50%, das ist echt viel zu wenig. Ah, der da oben hat mich bemerkt. Shit. Ja, aber wenn der jetzt alle anderen ruft, ist das auch kacke. Was er irgendwie nicht tut. Oh. Ja, wenn er es nicht tut, ist auch alles gut. Na, wie machen wir das mit ihm? Mit Pharaoh könnte ich fliegen. Nur nicht allzu weit. Und auch nur eine Runde. Das lohnt sich gar nicht. Wie sieht's jetzt aus? Reichweite. Oh Gott, Trefferchance 25%. Also eigentlich gar nicht, ne? Hm. Hm. Ich geh mal hier hin. Hallo, du da oben. Dann stellen wir uns hier halt in einer Reihe hin und knallen den ab. Scheiße. Doof, wenn man keine Munition mehr hat. Ich weiß nicht, ob das neben dem Pyro so eine gute Idee ist, das so zu machen, aber gut. Ja. Kann ich Overwatch machen? Nee, ich muss nachladen. Er kommt runter! Wie doof ist der denn? Rein theoretisch kann ich ihn töten. Oh nein, ich hab vergessen, ich muss nachladen. Oh, ich bin so blöd. Rein theoretisch kann ich ihn töten. Oh, auch du. Ich muss darauf achten, ob ich nachladen muss oder nicht. Give up now and I'll go easy on ya. Gotcha. Was soll's? Er ist jetzt tot. Okay, die werden nicht unbedingt gewacht. Daneben, na geil. Die werden nicht unbedingt gewarnt alle. Na, das ist ganz gut. Das heißt, ich muss das einfach nur so taktisch planen, dass
ich irgendwie es hinkriege. Got some ghouls up ahead guarding the gate. Let's do this. Da oben ist nichts mehr. Okay. Dann folgender Plan. So. Ach, du läufst rum. Das ist sehr praktisch. Erstmal Mutationen. Kann die TP mehr geben. Ja, gut. Machen wir. Jetzt müssen wir nämlich einen auswechseln. Du bist ja ohnehin gegen Bots ganz gut, also brauchen wir dich momentan nicht, es sei denn, wir gehen wieder zurück auf den Bot. Stattdessen packen wir den jetzt hier rein. Der hat nämlich so eine schicke Gedankenkontrolle. Und mit dem kriegen wir das nämlich hin, dass wir einen kontrollieren können, wenn da mehrere stehen, der uns dann höchstwahrscheinlich auch hilft. Du kannst eine starke Bio... Nee, das mache ich nicht. kontrolliere einen organischen Gegner 2 Runden lang. Du kannst reine Willenskraft die Kontrolle über andere humanoiden Kreaturen übernehmen. Das ist ganz praktisch. Over here. So, Freunde. Aber diese Folge war ehrlich gesagt fehl genug. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann höchstwahrscheinlich da oben oder versuchen wir da noch ein paar wegzuschlachten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.